Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder da seid. Und schaut mal hier. Der Lava-Layer hat sich hier direkt noch geöffnet gehabt. Vorhin. Ich habe es aber fast gar nicht mehr gesehen. Und hier haben wir jemanden mit einer Guide-Voodoo-Doll direkt. Wow, Vorsicht, 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 ey. So viel Lebensenergie habe ich dann doch noch nicht, dass ich hier einfach mich so hinstellen könnte. Und gegen 5 Gegner auf einmal kämpfe. Nein, 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 das geht noch nicht klar. Aber, von hier aus können wir die sogar treffen. Also viel Schaden bekommen die leider nicht von mir. Aber ich von denen, ey. 30, das ist echt eine Hausnummer. 25. So, aber da ist die erste Guide Voodoo Doll. Das bedeutet, die Wall of Flesh können wir schon mal mindestens einmal beschwören. Wow. So, ich würde jetzt aber gerne... Oh, ein Imp. Oh, oh, Vorsicht, der Imp. Wow. Okay, vielleicht ist das gerade ein Zeichen, dass hier noch alles eine Nummer zu Hardcore für mich ist. Im Übrigen ist da unten der nächste Imp direkt. So, jetzt kommt aber gleich die Höllenfledermaus erstmal hin. Ne, erstmal der Imp, okay. Dann snacken wir den Imp erstmal schnell weg. So, der ist Geschichte. Ach, warte mal, warte mal. So, hau ich das Teil da weg. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Ich brauche ein bisschen mehr Knockback hier für meine Waffen. Also so kann ich hier nicht arbeiten. Da kommt der nächste Imp. Oh, ey. So, okay, den hätten wir auch. Meine Fresse, ey. Ich hau mir aber erstmal einen Heiltrank rein. Ansonsten endet das hier nicht gut. Nix Gute, hä? Oh, Alter, scheiß die Wand an, ey. Die scheiß Höllenfledermäuse, die nerven. Au, au! Geht kacken. Kacken, kacken, kacken. Oh, Mann. Warum ich dieses Lied singe? Meine Schwester hat ja eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und es gab mal irgendwie ein Kind, hat sie mir mal erzählt. Das musste dann auf Toilette und hat dann dieses Lied gesungen. Ich muss kacken, 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 kacken. Ziemlich lustig, fand ich irgendwie. Ja, das ist jetzt irgendwie mir gerade eingefallen, ich weiß auch nicht warum. So, meine werten Freunde, jetzt haben wir uns hier mal ein bisschen eingebaut. Dann können uns diese dreckigen Viecher immerhin nicht nerven. Und vielleicht können wir ja dann immerhin nochmal ein bisschen Hellstone abfarmen hier. Zumindest so viel Hellstone wäre schön. Ich würde das gerne mal da runterfallen lassen. Ah, fuck. Zumindest, sehr schön, danke. So viel Hellstone wäre schön, dass wir uns den Molten Fury zusammenbasteln können. Das hätte doch was, oder? Wie seht ihr das? So, so ein Spelunker Potion wäre jetzt, glaube ich, mehr als nice. Aber ich will ja hier keine Ansprüche stellen an das Spiel oder so. Kriege ich den Hellstone? So, ja. Nice. Sehr gut. Das heißt, diese Ader können wir erstmal so ohne Gefahr abernten. Das Schöne ist ja, wir haben schon den Dingens diesmal ausgerüstet. Den Obsidian Skull. So, jetzt haue ich hier nochmal Asche rüber. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und ich weiß nicht genau, wie teuer Molten Fury ist. Also genügend Materialien, was Dingens angeht hier. Wie heißt es noch? Sag schnell. Genügend Materialien. Ich komme nicht drauf. Meine Fresse, was ist denn heute schon wieder los mit mir? Genügend Materialien, was Obsidian angeht, haben wir. Genau, Obsidian war das Wort, was ich gesucht habe. Also jetzt könnten wir hier sogar einen Abfluss eigentlich bauen, ne? Komme ich so tief? Ne, komme ich natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, aber wir können hier... Ach nein, nicht ein Imp. Warum muss jetzt ein Imp kommen? So, wo? Komm, bitte hier hoch teleportiert irgendwie. Da geht er hin. Das ist doch nicht sein Ernst jetzt. Oh, geh kacken, Junge, ey. Ich muss hier Obsidian abernten. Jetzt geht er dahin. Na gut, ich darf ja hiermit die Schüsse abwehren. Von daher kann ich auch einfach hier abbauen und mir denken, scheiß doch darauf, was der Typ macht. Obwohl ja, wenn er jetzt wieder von unten angreift, oh Mann, dann bringt das natürlich alles nichts. So, jetzt teleportiere dich mal irgendwo hin, wo ich dich bekämpfen kann, ja? Sei mal ein Mann und keine Memme. Jetzt kommt er da. Ich glaube, es geht los.
Was hat er denn gesoffen, ey? Hat er schlecht geschissen oder was ist hier los? Dass er mich so nerven muss. Meine Fresse nochmal, ey. Jetzt geht er da unten wieder hin. Na! Ich will hier nur Obsidian abfarmen. Hellstone. Hellstone natürlich. Hellstone. Und der will mich scheinbar nur nerven. So, Moment, ich muss ein Stückchen noch weiter nach unten. Jetzt ist er wieder unter mir. Ah, warte mal. Hä? Nee, doch. Och man, Heiltrank, was soll's. Jetzt kommt ein zweiter. Jetzt kommt ein zweiter. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich hier nicht arbeiten. Tut mir leid. Ich muss da irgendwie einen Durchbruch bauen. Da oben ist er jetzt hingegangen. Der eine ist hier. Der eine ist hier. Schnell. Komm schon, kämpf gegen den. Ein. Oh, komm schon. Den müssen wir kalt machen. Ja. Okay. Ein Imp weniger. Und der andere ist hier oben. Der andere ist hier oben. Komm schon. Nein. Schießen, schießen. Nein, jetzt kommt der Dämon. Boah, ey. Ihr geht mir alle auf den Sack. Es ist unglaublich, ey. Die Hölle. Immer wieder schön. Nicht. Ey. Lass mich bloß in Ruhe. Komm schon. So, tot. Okay, alles klar. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe hier im Puff. Und bauen uns hier erstmal wieder schnell zu. Und jetzt müssen die Bauarbeiten hier natürlich vorangetrieben werden. So, Moment. Okay, das hat geklappt. Das Obsidian dort. Eins könnte ich mir noch nehmen, ohne dass ich irgendwie Angst haben müsste. Obwohl, warte mal. Warte mal, ich muss hier überhaupt gar keine Angst haben. Wenn hier jemand Angst haben muss, dann ist es die Hölle vor mir. Genau. So, sehr gut. Jetzt kann ich hier nämlich einfach das Hellstone mitnehmen. Oh nein! Es sei denn, ich bin dumm. Wenn ich dumm bin, dann muss die Hölle natürlich keine Angst haben vor mir. Oh Gott, ey. Wieso passiert mir immer sowas? Wahrscheinlich passiert mir sowas immer, weil ich euch ja hier was bieten muss. Und damit es nicht zu langweilig wäre, denkt sich das Spiel, oh geil, jetzt macht Grants mal einen Missklick, baut da hinten einfach die Lava ab und dann finden das bestimmt alle total lustig. Und ich denke mir nur so, fail, fail, fail. So, da hinten kommen wir schon ran, aber wir kriegen dann Hellstone nicht. Das ist natürlich jetzt unsexy. Gib mir den Hellstone! Obwohl, warte mal, wenn ich den jetzt hier so runterballer, dann müssten die doch... Müsste ich die doch eigentlich gleich bekommen, oder? Da ist schon wieder ein Imp. Aber Leute, der ist jetzt gerade hier mit drin, deswegen werde ich mir jetzt schnell die Gelegenheit nutzen und den direkt angreifen. Unter Einsatz meines Lebens, so. Okay, und wenn ich mich jetzt da ranhangel, kriege ich 10 Hellstones. Waren das alle? Warte mal, wir machen hier mal eine Lava-Grube auf. Und dann können wir nämlich hier schauen und sehen, dass es alle Hellstones echt waren, okay. Ja, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Na gut, dann kloppen wir die Sachen hier jetzt weg. Gibt neue Hellstones für uns. Wie viele brauchte man nochmal für einen Barren? Ich glaube 5. Da unten ist noch Hellstone! 5 Stück für einen Barren, meine ich. So, jetzt immer aus dem Gedächtnis aufgelistet. Kann mich natürlich auch irren. Denn irren ist grenzlich. Menschlich, meine ich natürlich. So. Und jetzt hauen wir das hier mal weg. Dann können wir hier abbauen. Sehr schön. Ach, ich finde, wir machen das toll, Leute. So, und ich finde, der Imp, der kann mal nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause. Oh, nein. Das ist nicht dein Zuhause. Das ist nicht dein Zuhause. Hier hinten in diesem Kabuff ist dein Zuhause. Na komm. Jetzt geht er da oben hin. Egal. Leute, den snacken wir uns jetzt hier weg. So. Kann ich mir nicht mit angucken, ey, wenn die Vollhongs da oben rumstehen. Ja, komm, dann nutzen wir die Gelegenheit mal eben schnell, um die Hellstones abzugreifen. Und das kann gerne da oben drin bleiben. So, dann hängen wir uns hier hin und klauen hier die nächsten Hellstones. Jaha! Wir sind schon so ein richtiger Outlaw, da.
So, kommen wir da jetzt ran, ja, ne? Sehr gut. Wie viel Hellstone haben wir eigentlich? 85. Das würde bedeuten, wenn es wirklich 5 pro Dingens sind, dann hätten wir jetzt gerade mal 17 Barren zusammen. Das ist natürlich nicht so viel. Aber ich weiß auch nicht genau, wie teuer der Dingens wirklich ist, der Bogen. Deswegen müssen wir uns dahingehend mal ein bisschen überraschen lassen. So. Kommen wir hier ran? Ja, an den einen komme ich nicht ran. Okay, aber für einen Hellstone werde ich jetzt nicht mein Leben aufs Spiel setzen. Obwohl ich das eigentlich ja auch schon ein paar Mal gemacht habe, mein Leben aufs Spiel gesetzt. Also, hier können wir auch ganz entspannt abbauen, ohne dass wir irgendwie Bedenken haben müssten, dass wir hier vielleicht Schaden bekommen. Ah, das freut mich doch. Das freut mich. So, und auch hier ganz sicher. Ganz sicher. Aber warte mal, jetzt müssten wir doch theoretisch... Ja, guck mal. Selbst dieses eine Hellstone-Gedöns... Da kommt schon wieder ein Imp. So, okay. Okay, okay. Ey, da unten liegt noch ein Hellstone. Ha, den habe ich gesehen. So, was? Direkt in mich reinteleportiert? Wie asozial ist denn sowas? Aber hey, wir sind hier in der Hölle. Was will ich auch erwarten? Hier ist man ja nicht irgendwie befreundet mit den Kreaturen oder so. Ich würde hier gerne Abfluss schaffen noch mal ein bisschen. Da drüben sehe ich nämlich noch Hellstone. Und ich kann jeden Hellstone gebrauchen, Leute. Ich kann jeden Hellstone gebrauchen. So, jetzt habe ich eigentlich doch schon eine recht schöne, ja. Ich würde mal sagen, das kann man so anbieten, ne? Das kann man so anbieten. Gut, kriegen wir den Hellstone? Ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Dann kann ich hier nochmal ein Stück tiefer bauen. Dann kann ich hier oben die beiden auch gleich ohne Gefahr abbauen. Nice one. Und das sind wieder Hellstones, die direkt in unsere Tasche wandern. So, hier komme ich erstmal nicht rüber. Es sei denn, wir haben Waterwalking Potion, den wir natürlich nicht dabei haben. Dann müssen wir jetzt... Bin ich gerade ernsthaft in die Lava noch getreten? Oh, da ist eine Shadow Chest. Wow, wow, wow. Mach mal hier ein bisschen Licht hin. Irgendwie ist es... Ah, nimm doch den Pfeil. Und am besten auch noch deinen Bogen. Wir haben natürlich jetzt keine Shadow Chest. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wow. Was ist das für eine dicke Ader da? Die müssen wir irgendwie abbauen. Die müssen wir irgendwie abbauen. So, pass auf. Diese Kackvögel da oben. Diese scheiß Höhlen... Höllenfledermäuse. Entschuldigung. Höhlenfledermäuse sind es natürlich nicht. Wow. 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 Alter Vater, wie ich die abgewehrt habe, doch. Wie ein Kammerjäger. Ich habe letztens wirklich eine Sendung gesehen auf D-Max, glaube ich. Da ging es um einen Kammerjäger. Und der musste sogar Fledermäuse da von einem Gebäude wegschaffen, weil die haben da alles zugeschissen. Und der Guano, so heißt der Fledermauskot, der ist, der kann auch Krankheiten übertragen, soweit ich das verstanden habe. Und da waren Kinder halt, die da gespielt haben auf dem Grundstück, deswegen sollten die Fledermäuse da weg. Irgendwie finde ich Fledermäuse ja süß, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht. So, oh, Hellfire Arrows. Ohne Ende hier in diesen Dingern. Das ist sehr schön, weil die machen richtig Schaden. Da unten auch eine dicke Ader. Meine Güte. So, warte mal. Kriege ich das jetzt hin, dass ich hier... Ja, nice. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd für die Lava, aber da kann der Hellstone jetzt erstmal so darauf warten, dass er von uns eingesammelt wird. Das ist so die Sache, die ich hier jetzt gerade so feiere. Das heißt, wir müssen eigentlich ohne Probleme hier die ganzen Sachen ab... Oh, nicht ernsthaft. Sag mal, jetzt kommt auch noch die Goblin-Armee. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Da, unter uns ist er. Den kriegen wir jetzt aber auf jeden Fall locker. Oh, ein zweiter Imp am Start. Wow. Komm schon. Sterbt, ihr beiden Bastarde, ey. Boah, es ist so dunkel in der Hölle. Ohne Witz, ich finde das echt dunkel in der Hölle. So, und jetzt lass mich mal hier in Ruhe abgraben. Bitte keine Imps jetzt mehr erstmal. Und jetzt kommt echt die Goblin-Armee. Das ist natürlich jetzt auch nochmal... Hm. Da weiß ich auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll. So, jetzt haben wir das geschafft. Da drüben ist aber auch noch ordentlich was. Wie kann man das jetzt bekommen? Vielleicht, indem man hier den Keller flutet. Obwohl, warte mal. Nee, nee, nee. Den Keller fluten, das ist jetzt gerade irgendwie keine valide Option für mich. So,
Ich mache euch hier mal ein bisschen mehr Licht. Denn hier ist auch noch eine richtig schöne Ader. Deswegen ist Kellerfluten erstmal keine Option. Erstmal, ja, das kann sich natürlich noch schnell ändern. Aber ich sehe da unten noch. Da unten sind auch noch diese Glitzerspuren. Das heißt, da unten ist auch noch ordentlich Hellstone. Oh ja, hier unten ist noch ordentlich Hellstone, meine lieben Freunde. Deswegen sollten wir das hier unten auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nachher in der dritten Folge des heutigen Terraria-Tages. Bis später!